Herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem Offroad-Shuttle-Tag in Finale Ligure nach dem Mittagessen. Da war es erstmal ein bisschen schwer, wieder in die Gänge zu kommen, weil das war alles noch recht nass und klamm und auch draußen hat es geregnet. Aber nichtsdestotrotz ging es wieder ab auf den Trail. Und wir konnten es selbst kaum glauben. Oben war es noch pitchnass und mit Regen. Und Meter für Meter, den wir weiter runtergekommen sind, wurde es dann trockener und es kam sogar noch leicht die Sonne raus, sodass wir nach diesem Trail dann noch 2 oder 3 weitere gefahren sind und noch richtige Highlights kommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich war selbst erstaunt, was es da alles um Finale rum an kurzen Trails auch gibt, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat und die echt technisch auch anspruchsvoll waren und richtig Spaß gemacht haben. Mega geil. Und hier muss man zugeben, in der Gruppe ist man doch einfach ein bisschen schneller unterwegs als alleine. Ich meine, klar, das muss man vielleicht nicht jeden Tag haben, weil man da natürlich auch viel weniger außenrum mitkriegt. Aber ab und an ist es wirklich super. Und ich würde auch behaupten, dass es einen wieder ein bisschen besser macht, weil man einfach mehr an seine Grenzen geht, als wenn man alleine unterwegs ist. Und die Gruppe an der Stelle war wirklich cool. Das stimmt. Und die wird jetzt in diesem Video auch wirklich noch vorgestellt. Also schaut mal, wer da so alles mit dabei war.
lange Auto gefahren, dass sie da regnet. Juhu! Ja, wer das jetzt nicht verstanden hat, ich habe gesagt, wir sind so lange Auto gefahren, bis es wieder geregnet hat. Hat auch gestimmt, aber nichtsdestotrotz war die Stimmung in der Gruppe echt genial. Und jeder wollte einfach nur fahren, fahren, fahren. Und ja, so haben wir eben noch einige von diesen kurzen Strecken um Finale rumgemacht. Und der Guide sagt euch nachher auch noch, wie die jetzt genau gehießen haben. Also das wird auch verraten. Gehießen haben? Ja, den Namen der Strecke. Ich bin der Guide. Ach was. Hello, my name is Guide. Und auf dem Trail trainiert anscheinend das Downhill-Team, das italienische, hat er auch gesagt. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber wir glauben, dass wir das einfach machen. Schreibt mal in die Kommentare, wie erfolgreich das Team ist. Würde mich interessieren. Alle gerade noch euphorisch. Jetzt fragen wir dann gleich mal für euch, wer so alles drauf war. Ich bin jetzt eigentlich gefilmt. Wie heißt du? Frieda. Und wie lange fährst du schon? 5 Jahre. Und eigentlich aus Schweden, aber wohnt in der Schweiz, oder? Ja, gell. So. Sehr schön. Hi, ich bin Jana und ich komme aus Freiburg. Und fährt erst seit heuer so richtig, hat sie erzählt. Heißt es ein Jahr heuer? Ein Jahr? Ja. Ja, ist richtig. Krass, oder? Im Dezember vor einem Jahr habe ich mein Bike bekommen. Mega. Ja. Ich würde sagen, Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare ein paar aufmunternde Worte, weil wenn man da jetzt schon so mitfährt, Hut ab, würde ich sagen. Ja. Wen hatten wir noch drauf? Ah, ja. Wer bist Hallo. Du? Emil. Emil? Ja. Wie lange fährst du schon? How long? Ja, 6 Jahre oder so. Sauber. Ich bin auch aus Freiburg, fahre auch ungefähr 6 Jahre. Und schon zweimal das Schlüsselbein gebrochen. So, wer bist du denn jetzt? Stell dich mal kurz vor. Okay. Ich bin die Petra. Das ist mein YouTube-Channel. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wie lange fährt sie schon Fahrrad? Länger als mein halbes Leben. Ziemlich genau 19 Jahre. Hat sie noch Stützräder? Ja, heute nicht. Der, den wir gerade gefahren sind, hieß Kleiner Tod, oder was hast du gesagt? Pino Morto, ja. Pino Morto. Super, was sagen wir dazu? Er hat geliefert. Und was fahren wir jetzt als nächstes? Trail, let's say. That's just a connection to Oribago. So okay. Instead of doing the start of Oribago, we do this and then going to Oribago. Okay, jetzt wird's langsam duster. Nico macht Lupine-Werbung. It looks like it's... Thank you.
Licht jetzt schon auf der Straße, weil es so finster wird.